Herzlich willkommen zur weiteren Feuerwehrkarte auf diesem Marsch. Wir fahren jetzt aktuell zum Baumarkt und verkaufen Paletten. Irgendwo war hier die Säule links, ja. Da fahren wir jetzt hin. Und da werden wir ein bisschen Geld verdienen. Ansonsten standen wie immer, Speicher sind sauber und versorgt, Wasser und Futter. Die Kühe sind auch sauber und versorgt, auch mit Wasser und Futter. Die ersten Kühe sind trächtig. Ansonsten auch Schweine, Vierteljahr ungefähr. Das heißt im Sommer nachher, im späten Sommer ist es soweit. Wo kommen wir hier überhaupt rum? Naja, gut, gerade so, ne? Da sind wir. So, noch Plane abmachen. Oh, verkauft gerade. Okay. Das war so nicht geplant. Aber egal. Und raus damit. Dann gehen die Halme nicht runter, ja, gut klar. Muss ich warten. Gut, dann muss ich ein bisschen warten, dann sind die auch weg. Dann muss ich in Zukunft ein bisschen weiter wegfahren und von den Trigger entsprechen. Ja, das ist nicht so ganz gelaufen, wie es sollte. Ausschalten. Und dann können wir auch abladen, ne? Normalerweise. Na gut, fahren wir rein. Dann hinter die schon. So, ein bisschen leichter für den Staplerfahrer, ne? Gut, haben wir gut 100.000 verdient. Locker. Nicht schlecht. Haben wir die Paletten gut versorgt. Tja, vom Wald hätten wir den Ladungsholz ungefähr, naja, um die 50.000 bekommen. Ungefähr. Und so haben wir locker das Doppelte. Natürlich müssen wir entsprechend viel verkaufen, um das Sägewerk wieder reinzukriegen. Fabrik. Aber das war's schon. Fahren wir mal zurück zum Hof. Oder zum Sägewerk. Und dann müssten wir normalerweise im Wald und ein bisschen Bäume fällen. Das ist der Bahnhof. Das ist so empfindlich. Lenkung. Wenn wir die ersten Schweine haben, aber das dauert noch ein bisschen, dann können wir auch einen Schlachthof uns zulegen. Dann haben wir große Metzger, aber die Schweine müssen mal geboren werden und die müssen mal auch schlachtreif werden. Ne?
100 Kilo soll ich schon haben. So, lassen wir ihn mal hier stehen oder wir fahren zurück zum Hof. Ich denke mir, wir werden irgendwann früher oder später Mais noch nicht gewachsen. Es ist so kalt. Minus 0 steht da. Wie Quatsch. 0 ist 0. Die Plus oder Minus. Bodentemperatur plus 3. Wächst nicht doll. Stellen wir hier so nichts ran. Wir werden unsere Fahrzeuge mal warten und waschen und so. Muss ja auch sein. Aber wahrscheinlich werden wir irgendwann so ein paar Wiesen machen noch. Und die müssen ein bisschen wachsen. Die werden frühst im Sommer reif werden zum maximal Stufe und so kriegen. Das dauert noch ein bisschen. Da haben wir noch die Traktoren immer so lassen. Unsere Wiesen arbeiten und die anderen arbeiten. Stehen noch nicht an. Also Aussaaternte. Das dauert noch ein bisschen. Ziemlich lange. Aber gut, wenn die Zeit so weitergeht. Mitte ist nur so kalt. Na, hier wollen wir rein, ich würde da essen. Wir müssen gleich in die Halle reinfahren. Solardach. Passt, genau reingesprungen. Starten. Und Wartung. Nö, tun wir nicht. Tank. Tanken könnten wir. Ja, aber gut. Vor allem wird es noch reichen. Wir haben ja jetzt noch einen kleinen Wiesen zu machen, da reicht das schon. Werden da wieder Hänger eingestellt? Ne. Wer war das? Gut. Sag Mu. Fahren wir gleich hier rein. Vorwärts. Ja, Licht ausmachen schon, ne? Und? Nee, nicht wieder einsteigen. Gleich den nächsten wegfahren und dann den nächsten beiden waschen. Status, ja, war schon so. Jetzt noch richtig Tank voll noch, Anführungszeichen. Passen ja zwei ineinander. Wenn mal später kein Platz ist, kann man ja dazu machen. So, den nächsten gleich. Mit Ballenpresse. Aufwachen. Nicht abhängen. Hacken wir noch nicht, Reparatur ist auch noch nicht. Von 27 Ballen haben wir heute gepresst. So insgesamt. Auch nicht gleich. Fein. Das ist das Gewicht. Wie ist da die Farbe drin? Schlecht lackiert, oder?
Gut, drinnen, raus. Rüber zum Hof. Zur Scheune, unserer kleinen Halle. Unsere zweiten Halle rein. Anders fahren, kann man nicht aufmachen. Zeit 10 Minuten. Aber das passt schon so. Und gerade. Und dann wieder. Auf der Pille. Rückwärts. So wie. Wie Absicht. Nächsten. Da muss noch jung sein, wenn man springen kann. Hey, Klauser. Oh, der ist schmutzig. Gewicht, Traktor, naja. Den könnte man reparieren. Aber das müssen wir gleich machen, sonst wäre es hinten gleich. Tankmäßig? Nee. Packen wir mal durch. Die Böse. War das eine Wiese oder war da um Acker? Ja, wird es immer auch nicht, ne? Guck zur Temperatur. 0 Grad immer noch. Das muss halt dann weggenommen. Dann muss es 0,0 sein, 0,1. Schön. Den können wir hier lassen. So, der hat 134 gepresst. Ja, auch nicht schlecht. Gesamt 135. Heute gesamt. Hm. Naja, stimmt ja so nicht. Muss ja ein bisschen mehr sein. Die stellen wir daneben. Wenn es klappt. Soweit. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Das ist eine Sache der Geduld hier. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Es muss ja nicht perfekt sein, wir brauchen eh mal wieder. Denken wir, dass wir Anfang Sommer wieder brauchen wir. Gut. Mal die Saat angucken hier, was wir schön gemacht haben. Ja, düngen müssen wir noch einmal. Aber wie gesagt, müssen wir wachsen. Bei diesen Temperaturen wächst auch nichts. So, Sämaschine, Sämaschine.
Gruppe, Scheibenegger, wie die heißt. Gehen wir auf den Wald. Ein paar Bäume fällen. Fräsen wollte ich übrigens. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier ist der LKW. Da muss ich mal gucken. Das war das Auto. Da haben wir es schon. Die waren noch hier stehen geblieben. Weil die wollten ja ohne die Baumpumpe weg haben, damit wir besser fahren können. Wir waren ja auch im Grunde einen richtigen Weg, nur halt ein bisschen abgekommen. Ne? Haben wir noch. Wir haben noch eine Folge zu machen und dann müsste bald Frühlingsmitte, ja, fast mit durch sein. Fast. Das Schild wollte er auf Kollision frei machen, also wir haben ein bisschen leichter. Aber das ist für mich im Grunde erstmal egal, weil solange ich weiß, das hat noch das, das und das. Gehen wir das mal so kaufen, ne? Die Stopp machen wir deswegen weg, das fährt sich einfach besser. Wenn wir später pflanzen wollen, ist es auch hilfreich. Wir werden da entsprechend Dinge entfernen. Und das fährt sich auch mit dem LKW besser, wenn die Brüder weg sind. Die stören nur. Den einen können wir nicht machen. Jetzt wird ein Stückchen Bäumchen weg. Piep mal. Lange die Vögel singen, kommen keine Zombies. Bäcker ist große Nachfrage, ja.
Leider haben wir nichts. Was machen wir noch hier? Fast alles weg. Ja, mal sehen, wie klein ich mit hier ein Stückchen Holz, was da rumliegt. Und der ist auch freigeräumt. Der nächste kriegt es jetzt. Den kleinen Blech. Ups. Alter, der nimmt ganz schnell anderwertiges Holz mit. Aber in dem Fall war das die Absicht. Gleich mit. So. Machen wir aus. Stellen wir mal hier rein weg. Da ist noch ein Baumstumpf. Aber den lassen wir liegen. Wir werden das mal im LKW nehmen und den restlichen aufsammeln. Und zum Säge wegbringen, Bretter herstellen und Paletten. Ja, dann haben wir es auch für heute was geschafft. Wir haben es heute geschafft. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Und morgen geht's weiter. Wer möchte, kann gerne auch wieder reinschalten. Tschüss.